Willkommen bei unserem Weihnachts-Adventskalender und heute machen wir Cooldown. Darauf haben wir uns schon alle gefreut. Wir stehen am Ende der Matte, hüftbreit, atmen einmal ein. Ihr seht mich jetzt alle seitlich, atmen einmal aus. Tiefe Vorbeuge, so tief wie wir können. Atmen einmal ein. Tischposition, ich sehe mich jetzt nicht im Spiegel, ich hoffe, der Rücken ist gerade. Atmen aus und krabbeln in den Schlitz und schieben uns, weil es ja anstrengend ist, mit so einer Entspannung sein, in den herabschauenden Hund. So, hier paddeln wir ein bisschen mit den Füßen. Ellbogen sind leicht gebeugt. Ihr könnt auch gleichzeitig mit den Füßen so in den Boden reinstampfen. Ich finde es immer ganz spannend, ein bisschen zu walken. Und dann geht der linke Fuß zur Decke. Erstmal gerade. Und dann drehen wir die Hüfte aus. Der linke Packen geht zum rechten Gesäß. Und wir nehmen das Knie nach vorne. Stellen es zwischen die Hände. Ihr könnt auch gerne hier greifen, unterstützen und legen rechtes Knie ab und rechten Spann. Dann kommen wir hoch, eine Etage höher. Kommen wir hier nochmal unsere Fußstellung, dass das Knie über dem Fußgelenk ist und lassen uns hier richtig schön reinfallen. Hier bleiben wir einen Moment. Wir stellen die rechte Hand auf und mit dem linken Arm drehen wir auf. Handfläche sollte jetzt zu eurem Bildschirm zeigen und ihr guckt in die Handfläche rein. Richtig schön aufhören, dass ihr hier einen Zug spürt. Wir gehen wieder zur Mitte, können den linken Arm auf den Bein packen und den rechten Arm geht es erstmal nach vorne und dann nach oben. Hier braucht ihr, wenn ihr in die Rückbeuge, leichte Rückbeuge gehen wollt, ein bisschen Bauchspannung. Ihr könnt hier halten, ihr könnt aber auch ein bisschen zurück. Dafür Bauchspannung aufbauen, damit ihr nicht hier kollabiert. Erstmal gerade und wer mag, kann sich auch noch über die linke Seite, über die das recht schön aufgezogen wird. Kommen wieder langsam zurück, stellen beide Hände auf den Boden auf. Wer mag, bringt die Ellenbogen so weit es geht zum Boden. Lasst uns nochmal richtig schön tief reinfallen. Das Knie drückt die eher nach außen. Wir sind hier tief. Und dann wandern wir mit den Händen nach oben. Das linke Bein geht zur linken Seite, zur rechten Seite. Dafür müssen die Hände oben stellen. So, Fuß wandert zur rechten Seite und das linke Knie fällt zur linken Seite. Könnt entweder hier bleiben in der Taufe oder auch Hände aufstützen, Türmchen bauen oder auch ganz abnehmen. Hier unten in eurer Position ein paar Atemzüge nehmen. Schön den Stretch hier hinten genießen. Und uns dann wieder auf, stellen die Hände auf, rechts Fuß aufstellen und entknoten Fuß, indem wir uns direkt wieder in den herabschauenden Hund schieben. Hier paddeln wir nochmal und wir wiederholen auf der rechten Seite. Wir bleiben stehen, rechte Fuß geht gerade zur Decke, dann kippt die Hüfte auf, das heißt, Knie wird zur Decke gedrückt und auch der Hacken geht zur Richtung dem Gesäß. Dann zieht ihr das Knie unter euren Körper, könnt gerne die Knie unterstützen, dass das Bein nach vorne zu schön kommt. Knie und Spannung links absetzen und eine Tasche über den Kopf. Korrigiert nochmal eure Position und dann können wir schön die Bewegung reinfallen lassen. Wir wiederholen genau das gleiche, was wir auf der anderen Seite gemacht haben. Deswegen stellen wir den linken Hand auf. Und drehen Sie es über das rechte Knie auf, gucken in die rechte Hand rein. Ihr seht jetzt wahrscheinlich meinen Rücken. Ich sehe euch nicht mehr. Und auch schön wieder, dass eure rechte Seite vorne gedehnt wird. Wir kommen in die Mitte. Rechten Arm auf rechte Knie liegen lassen. Und links nach vorne, nach oben.
wenn wir hier bleiben, leichte Ausspannung aufbauen, in die Rückbeuge gehen, hier bleiben oder wer noch mehr möchte, kann sich auch die Erdebeinarme zur rechten Seite überlegen. Schön die linke Seite aufziehen. Unterarme und unser Knie noch mal ein bisschen mehr nach rechts, dass wir schön den Rücken aufbringen. Und dann machen wir rechte Fuß nach links, rechtes Kniefeld zur rechten Seite. Wir sind wieder in der Taube. Entweder hier bleiben oder die Station wählen, die für euch offen ist. Könnt ihr auch groß lang machen und ein paar Atemzüge nehmen. Schöne Dehnung rechts im Gesäß und Oberschenkel. Wir kommen langsam wieder nach oben gekrabbelt. Positionieren wieder die Hände, dass wir schon schaffen können. Links aufstellen und rechts entknoten in den Hammerschalter Hund. Aber wir legen die Füße ab, schieben unser Gesäß nach hinten. Entweder könnt ihr eng sitzen oder die Knie weit auseinander stellen oder euch richtig schön lang machen. Hier noch ein paar Mal mit den Händen nach vorne wandern. Immer rechts mal, links mit der Fingerspitze. Könnt ihr noch einen Moment liegen bleiben, ein bisschen atmen. Und wenn ihr soweit seid, rollt ihr euch hoch und geht ganz entspannt.